nachdem wir mit Mustererkennung und Körperschall sehr gute Erfolge bei der Überwachung von Fügeprozessen realisieren konnten, haben wir nun eine programmierbare Oberfläche für eine einfache Anpassung an den Fertigungsprozess implementiert. Wir haben die wichtigsten Elemente auf einer Seite angeordnet. Natürlich eine Darstellung des eigentlichen Füge- und Montageprozesses. In diesem Fall haben wir eine Antriebswelle mit ihrem Gegenstück aufgeschnitten dargestellt und können darin gut den Sicherungsring erkennen, der in die entsprechende Nut einrasten muss. Dieser Vorgang ist kritisch und spielt sich im Inneren der Baugruppe ab, sodass das im Nachhinein nicht mehr überprüft werden kann. Aber während das Bauteil zusammengepresst wird, entstehen Reibgeräusche und Emissionen durch das Einrasten des Federringes. Der Körperschall liefert auch bei sehr geringen Kräften deutliche Signale. Diese können von den Körperschallsensoren, die außen am Prozess angebaut sind, hervorragend detektiert werden. Im Bild unten rechts, im Spektrogramm der QAS-Messtechnik, werden dann Impulsberge sichtbar, die am Ende die Entscheidung, der Sicherungsring ist korrekt eingerastet, ermöglichen. In der oberen Grafik visualisieren wir die statistische Übersicht über die letzten Fügeprozesse. Hier können verschiedene Ansichten, insbesondere die Schichtübersicht, ausgewählt werden. Damit haben wir den Qualitätszustand des Serienprozesses immer im Auge. In der Mitte zeigen wir dem Anwender die Übersicht für die Arbeitsschicht an, sodass gerade Bauteiltypen, Produktionsmengen, Ausschussquoten, also die Güte der Bauteile, immer im Blick sind. Wenn wir uns den Prozess nochmal in groß anschauen, erkennen wir die tatsächlichen Körperschall-Emissionsdaten, die von der QAS-Mustererkennung präzise gefangen und ausgewertet werden. Anhand des Ähnlichkeitswertes zu hinterlegten Mustern wird beurteilt, ob es ein Einrastsignal darstellt. Hier wird die Datenanalysefähigkeit der QAS-Hochgeschwindigkeitsrechner zur Anwendung gebracht. In der Oberfläche bleibt davon am Ende nur ein kleines Bild übrig, das uns zeigt, die Analyse findet korrekt statt. Am Ende interessiert natürlich, ob das Bauteil für gut oder für schlecht befunden wird. Auf der zweiten Seite listen wir bisher gefügte Bauteile auf, sodass man sich einen schnellen Überblick über den Ablauf verschaffen und sich Detailinformationen zu den Messungen anzeigen lassen kann. Also, wie sieht das einzelne Signal aus, das gefunden wurde? Das dient unseren Technikern und ihren Spezialisten zur Optimierung der Prozesse. So lassen wir die Analyse auf einem weiteren Prozess laufen. Bei diesem Prozess ist nicht die geforderte Anzahl von Ausschlägen detektiert worden. Es fehlt das charakteristische impulsartige Signal oder auch die entsprechende Anzahl, die Stärke und die Erkennungsgenauigkeit, sodass dieses Bauteil als fehlerhaft markiert wird. Der Fügeprozess hat also nicht korrekt stattgefunden, was durch das Bild visualisiert und schriftlich dargestellt, in der Datenbank gespeichert und natürlich an die Maschine kommuniziert wird. Die Standardansicht an der Maschine ist vermutlich die Schichtansicht. Der Graph oben bietet verschiedene Zeitabschnitte und für gewöhnlich startet das System mit der Schichtansicht, die dann die Ausschussquote in Bezug auf die in dieser Schicht bearbeiteten Bauteile darstellen soll. Die Einstellungen zur Kommunikation mit der Maschine können auf einer Spezialseite vorgenommen werden. Voraussetzung sind die entsprechenden Anmelderechte. Dann kann man Einstellungen an der Maschine vornehmen, zum Beispiel zur Kommunikation über 24 Volt Inputs und Outputs, Profibus oder Profinet. Hier können die Analysemodule, die Programmierung der Erkennungsnetze im Detail vorgenommen werden. Oder es können Störsignalfilter justiert und eingestellt werden. Vielleicht schauen wir uns dieses Signal einmal genauer an. Am besten das Rohsignal.
Wir verändern etwas die Farbdarstellung, sodass man auch die Untergrundgeräusche sehen kann. Die Spektrogramme zeigen uns, dass wir Emissionen in diesem Fall bis ungefähr 400 kHz auswerten und das in vielen Frequenzspuren. Zusätzlich ist eine Frequenzmaske definiert, die Basissignale unterdrückt und bei Drücken des Preview-Knopfes zeigt, wie die Daten geglättet, gefiltert und die Störsignale unterdrückt werden. Das sind natürlich Möglichkeiten, die die Techniker für die Optimierung der Erkennungsgenauigkeit heranziehen, die aber auch nach einer entsprechenden Ausbildung von ihren eigenen Anwendern genutzt werden können. Wie alles bei QAS ist auch die Oberfläche adaptiv, ist in Wirklichkeit ein programmierbarer Baukasten. Wir schalten nun in den Editiermodus und können dann die einzelnen Module auf dem Monitor unterschiedlich anordnen. Man kann sich gut vorstellen, dass hier auch Platz für eine zweite interessante Grafik sein könnte oder dass sich das Bauteil gar nicht so bewegt wie angenommen, sondern innerhalb der Maschine eine andere Orientierung hat. Wir können es so anordnen, dass der Anwender einen guten Eindruck von seinem Prozess erhält. Wenn die Prozesse und die Darstellungen einmal programmiert sind, ist alles in der Datenbank gespeichert, wird mit jedem Projekt, mit jedem Bauteiltyp automatisiert geladen. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Die Daten bleiben dieselben, aber wir benutzen eine andere Visualisierung und haben jetzt statt des Bauteiles und den Blick ins Innere des Bauteiles einen Blick in das Innere der Maschine. Natürlich, wenn wir Reibgeräusche beim Fügen eines Bauteiles überwachen, können wir mit derselben Präzision auch Arbeitsgeräusche der Maschine überwachen. Machine Monitoring ist also mit demselben System möglich. Damit kann die QAS-Messtechnik an die ganze Vielfalt der Füge- und Montageprozesse angepasst werden. Und zwar sowohl was die Auswertung der Signale, nicht nur Körperschall, sondern auch der von Kraftmomenten oder Abstandssensorik angeht, als auch was die Darstellung der Daten für den Benutzer angeht. Und so wie wir Kommunikation, Analyse und Oberfläche adaptiv anpassen, können wir auch unterschiedliche Datenformate für Ihre Qualitätssysteme und zusätzliche Auswertungstools zur Verfügung stellen. Wir haben uns vorgenommen, kundenspezifische Anpassungen innerhalb von 10 Tagen zur Verfügung zu stellen.